Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop, Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Es ist eine andere Berechnung, andere Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, ist anderes als im westlichen Astrologie. Aber diese Berechnung ist präzis übereinstimmt, so wie die Astronomen das auch berechnen. Jeder kann vergleichen, das, was die NASA auch veröffentlicht. Und jetzt schauen wir dieses Geburtshoroskop an und die Bewegung Sonne, Mond und die Planeten. Liebe Laraina, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. Dieses Bild, was du siehst, das ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild ändert sich nichts. Das zeigt die Sternenhimmel über dir in dem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Und das ist wie ein Momentaufnahme. Und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Die Lebensbereiche, wo Energie fließt, die Lebensbereiche sind für dich persönlich sehr wichtig. Und das ist, deine Persönlichkeit im Ausdruck zu bringen, dann Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, dann Wissen vermitteln, Wissen aneignen, etwas lernen oder ständig was Neues lernen und dich behauptet in die Familie, aber auch im Bekanntenkreis, dann Arbeit und Gesundheit, dann deine Ziele erreichen, auch deine Berufung leben und stellst oft die Frage im Leben, wie bekomme ich Anerkennung, Ansehen, wie bekomme ich Respekt? Und Thema sind auch deine Wünsche, Hoffnungen und dein Freundeskreis. Wie ich schon sagte, dieses Geburtshoroskop bleibt, da ändert sich nichts. Was sich aber ändert, das bist du. Und du machst Lebensschritte im 7-Jahren-Perioden. Alle 7 Jahren bewegen wir uns auf anderen Boden, andere Energiefeld, andere Themen sind wichtig, andere Eindrücke bekommen wir. Du befindest dich gerade in Krebsperiode, wo wichtig ist Familie, dein eigenes Zuhause, ein gewisser Rückzug, auch die Gefühle wahrnehmen, deine eigenen Gefühle, oder du betrachtest jetzt gerade dein Umfeld auch sehr intuitiv und nimmst die Gefühle von anderen, aber auch wahr und bis zur Zeit auch feinfühlig, manchmal vielleicht ein bisschen empfindlich. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Wobei bei Sonnenbewegung muss ich das korrekt beschreiben, weil die Bewegung, diese Art von Bewegung macht eigentlich gar nicht die Sonne, sondern unserem Planet Erde. Für unsere Wahrnehmung scheint das aber so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Und wir starten jetzt April 2019. Die beiden Mondknoten nehme ich mal raus. Das brauche ich dann bei der Bewegung. Sie bewegen sich auch, obwohl sie sind kein Himmelskörper. Ich starte mit dem letzter Planet in unserem Sonnensystem und das ist Pluto. Pluto bewegt sich zurzeit nach indischen Berechnung im Tierkreiszeichen Schütze. Das zeigt, wie wichtig das ist, deine inneren Kraft verspüren.
und von alles loslassen, verabschieden diese Kraft raubt. Das ist gerade deine Basis, dein Fundament. Aber dein eigenes Zuhause auch aufräumen. Die Einflüsse von außen, was dich stören, da verabschieden. Oder bei der Einrichtung achten, welche Gegenstände sind da, was du gar nicht magst, davon auch verabschieden. Und das zeigt hier die Thematik Pluto. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Neptun hat einen Einfluss auf unsere Träume, auch unsere Psyche. Natürlich hier im sechsten Lebensbereich handelt es sich um Gesundheit. Also achte darauf, dass du gut schlafen kannst. Falls du Träume hast, das kann auch eine Botschaft sein, weil die Traumbilder sind die Sprache der Seele, nicht jeder einzelne Traum. Und das kannst du so vorstellen. Im Tiefschlaf verarbeitet unserem Gehirn die täglichen Eindrücke. Diese Träume vergessen wir auch und diese Träume haben keine Bedeutung. Aber wenn wir eine ganze Geschichte träumen und bleibt in Erinnerung, das ist die Sprache der Seele, aber das muss verstehen, entziffern, weil das ist Bildersprache, das ist so Neptun-Energie. Und wenn du diesbezüglich Fragen hast, ich kann sehr gut die Träume deuten, dann versteht man auch vieles durch die Traumbilder. Und hier, gerade wenn es um Gesundheit geht, nur ein Hinweis, achte auf den Tiefschlaf, achte auf deine Träume. Uranus bringt immer Umbrüche und Veränderungen, oft plötzlich unerwartet. Uranus bewegt sich im Widder nach indischer Berechnung und hier hast du Themen wie Erbschaft, Finanzen, aber jetzt nicht die Kontostand, sondern Investitionen oder Versicherungen oder Finanzamt, also eher diese ämtlichen Themen. Und da kommen die Veränderungen. Saturn hütet die Karma, ist der Schicksalsplanet, hat einen Einfluss auf unser Schicksal und sorgt dafür, dass alles in Ordnung ist. Saturn bewegt sich auch hier im Schütze. Manchmal grenzt uns ein und das kannst du so vorstellen, Saturn überprüft etwas. Immer in die Lebensbereich, wo sich gerade bewegt. Und das ist bei dir die Wohnsituation. Und wenn Saturn das alles unter dem Lupe nimmt und überprüft, wenn das wirklich dein Wohnort ist, wenn dieses Haus oder Wohnung, wo du lebst, das ist deins, dann wird das befestigt. Saturn sorgt dafür, dass Sicherheit, Stabilität herrscht. Wenn das aber nicht die Ort, wo du eigentlich dein Schicksal hinführt, sondern wäre wichtig, ein Umzug, dann kann Saturn, dieser Saturn-Einfluss, so etwas auslösen. Schwierigkeiten bezüglich auf Haus oder Wohnung und dann kann das so weit kommen, dass sogar ein Umzug ist. Jupiter vergrößert etwas, bringt aber Glück, Chancen, Möglichkeiten. Jupiter ist auch hier. Manchmal löst rechtlichen Lagen aus, weil Jupiter herrscht auch über die göttlichen Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und das bedeutet, alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt auf uns zurück. Aber Jupiter öffnet auch die Augen auf die Ungerechtigkeiten und es kann natürlich sein, dass hier im Wohnsituation gerade eine rechtliche Lage hast oder Ungerechtigkeiten erlebst. Mars setzt alles in Bewegung, das ist die Kraft.
auch zum Durchsetzen. Mars bedeutet aber ein männlichen Person. Mars befindet sich hier im Stier. Und das hat mit Ausland was zu tun. Das kann bedeuten, du setzt dich ein für eine Reise oder planst eine Reise. Kann auch bedeuten, dass du auf eine Reise dich durchsetzen musst. Oder hast du Kontakt mit einer männlichen Person und dieser Mann kommt aus Ausland oder hast du auf einer Reise kennengelernt. Venus ist die Liebesplanet. Aber Venus hat auch andere Bedeutung wie Kunst, Kreativität, Schönheit, Harmonie und bedeutet auch anderen Frauen, aber ist auch die Liebesenergie. Venus bewegt sich hier im Wassermann und das zeigt dir im Alltag deine Kreativität oder Kontakt zu einer Frau. Merkur bedeutet die Kinder, Jugend, herrscht über diese Zeit. Aber mit Merkur-Energie handeln wir, ist auch der Planet der Kaufleute, auch der Planet der Diebe. Witzig, doch das steht auch in Verbindung. Merkur, bei Merkur-Energie kommt auch solchen Themen wie Terminen ausmachen, einen Vertrag unterschreiben oder eine Nachricht oder Gesprächen. Merkur bewegt sich hier im Wassermann und das kann bedeuten, im Alltag Gespräche führen mit einer Frau oder Gespräche über Kreativität oder etwas in Harmonie bringen. Kann auch bedeuten, weil hier auch um Gesundheit auch geht, dass du Termin hast bei Arzt und hier mit einer Frau stehst in Verbindung oder Frauenarzt ist auch möglich. Sonne zeigt die Monatsthema. Monatsthema ist die Partnerschaft, aber auch die Fische-Energie. Deinen Gefühlen achten, das Angst, Zweifel, Schuldgefühl, das Loslassen und im Vertrauen bleiben, deine Träume vertrauen und das Fluss des Lebens. Und jetzt kommt die beiden Mondknoten, weil die bewegen sich auch. Die absteigende Mondknoten ist Ketu, das ist dieser Drachenkörper, zeigt karmischen Themen, zeigt Vergangenheit. Ketu bewegt sich im Schütze. Jetzt sieht man nicht in diesem Bild, aber das ist die Ketu. Diese absteigende Mondknoten hier im Schütze und das aktiviert bei dir karmischen Themen, was deine Herkunft betrifft, dein Vorfahren betrifft, die Traditionen betrifft, auch dieses Gefühl, da fühle ich mich sicher, da bin ich endlich angekommen, da kommen auch Erinnerungen und du brauchst auch gerade dieses Gefühl, ein fester Boden oder ein fester Wohnsitz. Weil das gibt dir die Halt momentan. Und hier diese absteigende Mondknoten aktiviert Vergangenheit und natürlich kommen auch die Erinnerungen. Rahu ist der Drachenkopf. Und Rahu zeigt gerade Themen, was die Seele braucht, das sind karmische Themen, Entwicklungen. Und Rahu befindet sich hier in den Zwillingen und das bedeutet, zurzeit hast du diese karmischen Themen etwas veröffentlichen oder dass du in den Mittelpunkt stehst oder lernst du Verlangen von anderen, Respekt, Ansehen, Anerkennung. Das sind die Themen, was du gerade verwirklichst. Ketu und Rahu bewegt sich hier ganzes Jahr und auch 2020, also ziemlich lang. Eine Rückläufigkeit bedeutet, dass etwas gebremst ist. Das fühlt sich so an, oh, das geht gar nichts voran.
hat aber auch eine Bedeutung. Dann sollen wir langsam tun oder das nochmal überlegen oder überprüfen. Ab 25. April wird Pluto rückläufig hier. Pluto, das heißt, überprüfen etwas, was die Wohnsituation betrifft, eventuell die Gedanken umzuziehen, nicht so schnell handeln. Und dann kommen natürlich bei dieser Rückläufigkeit auch die Erinnerungen. 30. April ist Saturn rückläufig. Falls du das jetzt schon vorhast, umzuziehen oder etwas verändern in dein Haus, dann zeigt diese Rückläufigkeit langsam, überprüft und überlegt es nochmal. Vielleicht ist das nicht der richtige Zeitpunkt dafür. 26. April ist Halbmond im Steinbock. Ein Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond in einer Spannung ist. Und diese Spannung spüren wir in diesen Tagen. Entweder fühlt sich alles so unsicher an oder entsteht eine gewisse Nervosität oder Hektik. Also Halbmond im Steinbock und das erlebst hier. Und die Themen sind die Kinder oder Enkelkinder oder eigenen Kindheit oder deine schöpferische Kraft oder die Lebensfreude. Mai 2019. Jupiter ist rückläufig und kehrt zurück zum Skorpion. Und das ist ein Thema mit Verwandten, auch etwas lernen, Informationen annehmen oder vermitteln. Und das bringt dir erstens Glück oder vermehrt etwas, vermehrt die Kontakte. Sonne ist im Widder. Und zeigt die Monatsthemen. Monatsthemen sind entweder Erbschaft, endlichen Themen oder diese Erneuerungsprozesse, diese ganze Transformation, das Loslassen. Venus und Merkur sind im Fischen und aktiviert die Partnerschaft. Kommen Gespräche, Thema ist Liebe, Partnerschaft. 4. Mai ist Neumond hier im Widder. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Die Themen sind das, was die 8. Lebensbereich vermittelt. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Halbmond ist zwar schön, aber ist Spannung. Hier sind die Spannungen bei Freundeskreis oder einer Gruppe von gleichgesinnten Menschen, die sozialen Kontakte oder bei Wünschen, Hoffnungen. In solchem Tag fängt man an daran zum Zweifeln. 18. Mai ist Vollmond im Waage. Vollmond beleuchtet etwas und zeigt, schau genau dahin. Das sind die Werte, Wertschätzungen, Finanzen. Und 26. Mai ist Halbmond im Steinbock, wieder die gleichen Themen, Kinder, inneren Kind, Kindheit, diese Erinnerungen oder die Lebensfreude. Juni. Sonne und Merkur ist im Stier. Monatsthema ist Reisen oder Spiritualität und da kommen die Gespräche oder etwas lernen. Venus ist im Widder. Du als Frau
das sind die Erneuerungsprozesse. Das kann bei diesem Venus-Einfluss bedeuten, dass du änderst etwas in dein Aussehen, anderen Frisur oder anderen Kleider, erneuerst du dich als Frau. Mars ist in Zwillingen und das bedeutet hier, entweder du setzt dich durch und zeigst Kraft und verlangst Respekt, oder du begegnest mit einer männlichen Person und geht in die Öffentlichkeit. Die 10. Lebensbereich zeigt auch Öffentlichkeit und dass du Kompliment bekommst von diesem Mann. Juni passiert etwas Wichtiges. Ketu, hier diese absteigende Mondknoten im Schütze, zeigt die karmische Erinnerungen und Vergangenheit. Saturn ist der Hüter der Karma und lenkt unserem Schicksal, ist rückläufig, auch Vergangenheit. Pluto ist auch rückläufig, zeigt auch Vergangenheit und sie bilden sich eine sogenannte Konjunktion und das bedeutet, sie treffen sich und wirken zusammen. Hat alles mit Vergangenheit, mit karmischen Themen was zu tun und aktiviert hier bei dir alles, was hier in diesem Lebensbereich zugeordnet ist. Deine Herkunft, deine Ahnen, die Traditionen, deine Wohnsituation, etwas, was dir dieses Gefühl gibt, das ist die Basis, das ist die Fundament. 22. Juni wird Neptun hier rückläufig und das bedeutet Erinnerungen. Und wenn die Erinnerungen kommen und hier die Talente auch, diese künstlerische Begabung, das, was man auch spürt, also es sind auch schöne Dinge, was uns mit der Vergangenheit verbindet. Oder wenn du das vorhast, im Alltag deine Träume zum Leben, dann ist diese Rückläufigkeit bedeutet, halte dich noch ein bisschen zurück. Das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. 3. Juni ist Neumond im Stier. Hier die Nachdenklichkeit, wohin geht diese Reise. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. Spannung, Nervosität. 12. Lebensbereich bedeutet auch Rückzug. Dann ist lieber zurückziehen und entspannen. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion. Vollmond beleuchtet etwas und da sollte man genau hinschauen. Das sind die Kontakte mit Verwandten, Nachbarn, aber auch Medien, Austausch, Schulungen, etwas lernen, Informationen. Dieser Austausch, genau hinhören, was man in dem Tag vermittelt wird. 25. Juni ist Halbmond im Fischen, Spannung, was Thema Partnerschaft betrifft. Juli Mars ist im Krebs. Und das kann auslösen, dass du dich bei Freundeskreis, Bekanntenkreis durchsetzen musst. Oder dass du eine Hoffnung hast über einen Mann, das ist immerhin auch eine männliche Person. Kann auch bedeuten, in Freundeskreis begegnest du mit einem Mann. Merkur ist auch hier. Entweder lernst du gerade, dass du auf deine Wünsche, auf deine Träume hörst. Und dass du die Hoffnung nicht aufgibst oder bedeutet Gespräche, Nachricht von diesem Mann. Sonne und Venus ist in den Zwillingen. Monatsthema ist Ansehen, im Mittelpunkt sein und die Venus zeigt deine Kreativität, deine Begabung, deine künstlerische Begabung auch in die Öffentlichkeit zeigen oder dass du als Frau bekommst du Komplimente, stehst im Mittelpunkt. 8. Juli ist Merkur rückläufig. Hier Merkur. Das kann bedeuten, dass die Termine, die Gespräche laufen nicht so rund, es ist alles so zäh. Kann auch bedeuten, dass meldet sich jemand von Vergangenheit. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen.
nachdenklich zu sein, wie erreichst du deine Ziele, wie bekommst du Respekt. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. Das trifft dich persönlich, dieser Halbmond, die Spannung, Unsicherheit. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze. Das trifft die Wohnsituation. 25. Juli ist Halbmond im Fische, wieder Unsicherheit, Spannung in die Liebe, Partnerschaft. August. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Monatsthema ist Freundeskreis. Monatsthema ist auch deine Hoffnungen. Mars und Venus, das sind die beiden Liebesplanet. Also kann auch Thema Liebe sein. Und das sind deine Hoffnungen und Wünsche. Und Merkur ist in Zwillingen. Und das heißt, du sprichst etwas aus und damit stehst du in die Öffentlichkeit oder hört jemand zu, auf jeden Fall bist du wahrgenommen. Das kann natürlich auch bedeuten, weil das ist immerhin Öffentlichkeit, einen Vortrag halten oder einen Vortrag anhören. 12. August wird Jupiter direktläufig. Hier Jupiter, ändert sich die Richtung, endlich geht alles voran, vermehrt sich etwas, hast du mehr Chancen, mehr Glück. 12. August ist Uranus rückläufig hier im Widder und das bedeutet, wenn du was verändern möchtest, gerade mit Themen wie Erbschaft, dann halte das jetzt mal zurück, da muss noch was überprüft werden. 1. August ist Neumond im Krebs. Nachdenklich sein über deine Hoffnungen und Wünsche, nachdenklich sein über Freundeskreis, wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen. 7. August ist Halbmond im Waage, das ist Spannung, was die Werten betrifft, in diesem Tag nichts kaufen, nichts investieren, nichts unterschreiben, was mit Finanzen was zu tun hat. 15. August ist Vollmond im Steinbock, beleuchtet hier die Themen Kinder, Kindheit, Kreativität, Lebensfreude. 23. August ist Halbmond im Widder. Das ist natürlich das Loslassen, diese Prozesse sind hier und bei diesem Halbmond passiert dann Folgendes, dass du etwas festhalten möchtest. Oder hast du Spannung mit Ämtern, auch kein Termin in dem Tag ausmachen. 30. August ist Neumond im Löwe und wird mit von Regulus bestrahlt. Das erlebst du hier. Neumond ist Rückzug. In diesem Tag ist gut, wenn du zurückziehst und hörst auf dein Herz. Regulus bestrahlt dieser Neumond. Regulus ist ein königlicher Stern, der Stern der Könige. Das ist die Herz der Löwen. Und da eine Herzöffnung zu machen, mal nachdenken, ah, was liebe ich so, was ist für mich wichtig, Hobby oder Familie oder Natur oder Kunst oder Sport oder Liebe, Partnerschaft. Das ist noch Rückzug, Neumond und hier im 12. Lebensbereich. Nicht handeln, einfach mal das Verinnerlichen. September 2019. Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist hier im Löwen. Das aktiviert karmischen Themen, das aktiviert Themen, wo du dann suchst die Ursache an etwas oder schaust in die Tiefe, da bekommst du tiefe Erkenntnisse. Aber hier sind auch die geheime Feinde. Da mal überlegen, wer meint gut mit dir, wer ist vielleicht gegen dich, was wird erzählt. Oder eine geheime Liebe, immerhin Mars und Venus ist auch hier, das ist die Liebesplanet. Entweder erfährst du das oder du befindest dich in dieser Situation, dann lieber schweigen.
19. September passiert etwas sehr Wichtiges, weil Saturn ist der Planet der Schicksal und das hat einen Einfluss auf unseren Schicksal. Bis dahin ist rückläufig, das heißt, hat mit Vergangenheit was zu tun, hat das gebremst, die Veränderungen. Und ab 19. September bewegt sich vorwärts, geht alles voran, ändert sich die Richtung. Und das hat einen Einfluss auf die Schicksal und das erlebst du hier im Schütze in deiner Wohnsituation. 6. September ist Halbmond im Skorpion. Halbmond ist Spannung. Wo erlebst du das? Kontakte mit Verwandten, mit Nachbarn. 14. September ist Vollmond im Wassermann. Vollmond beleuchtet etwas. Das wird etwas geklärt in deinem Alltag, bei Pflichten oder Gesundheit. 22. September ist Halbmond im Stier. Halbmond ist Spannung, das ist auf eine Reise. 28. September ist Neumond im Löwe. Und Neumond heißt Rückzug, Nachdenklichkeit. Und das ist wirklich die 12. Lebensbereich. Zeigt auch diese Nachdenklichkeit, diese Rückzug. Oktober. Sonne, Mars und Venus ist in Jungfrau. Monatsthema bist du und die Partnerschaft. Mars und Venus sind die beiden Liebesplaneten. Kann aber auch bedeuten, du änderst sich was in dein Aussehen und achtest auf die Schönheit. Und Mars-Energie kann auch bedeuten, dass du dich durchsetzt. Merkur bewegt sich im Waage. Und das kann bedeuten, dass du einen Vertrag unterschreibst, was mit Finanzen was zu tun. Kann auch bedeuten, du gibst Geld aus für Bücher oder für ein Seminar. Oder du lernst etwas oder machst du die Buchhaltung. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Spannung zu Hause oder eine kleine Reparatur. Kann auch bedeuten, dass es alles so hektisch ist und du ziehst zurück und in deinen vier Wänden, damit du zum Ruhe kommst. 13. Oktober ist Vollmond im Fischen, das erlebst du in die Partnerschaft, das wird beleuchtet, was geklärt. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillinge und das hier oben, wo du Anerkennung bekommen sollst. Und diesen Tag hast du das Gefühl, du bist übersehen, da kommt zu viel Anerkennung oder du zweifelst an deinen Zielen. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau, sei zurückhaltend. November 2019. Mars ist im Jungfrau. Das kann bedeuten, dass du Kraft zeigst, dich durchsetzen kannst oder dass du Sport machst oder setzt du etwas in Bewegung. Kann aber auch bedeuten, dass eine männliche Person hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, auf dein Aussehen. Sonne ist im Waage, Monatsthema sind Werten, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, Finanzen. Merkur und Venus ist im Skorpion. Das sind Gespräche mit einer weiblichen Person. Zwischen 1. und 20. November ist Merkur rückläufig. Das kann bedeuten, dass jemand kehrt zurück von der Vergangenheit und bekommst du eine Nachricht. Oder hast du Gespräche mit einer Frau, was mit der Vergangenheit was zu tun hat. Natürlich bei Venus-Energie kann auch Liebesenergie sein. 28. November wird Neptun direkt läufig hier und das bedeutet all das, was du vorstellst, deine Träume, endlich bewegt sich etwas, dann kannst du in Tat das umsetzen.
4. November ist Halbmond im Steinbock. Spannung mit Kindern, Erinnerungen an deine Kindheit, was dich vielleicht sogar aus der Ruhe bringt. Oder die Lebensfreude, das klappt irgendwie nicht in diesem Tag. 12. November ist Vollmond im Widder, beleuchtet Themen, Erbschaft, ämtlichen Themen, meistens das, was mit Geld zu tun hat. Oder ist dir klar, was sollst du loslassen, wovon sollst du verabschieden? 19. November ist Halbmond im Krebs, Spannung im Freundeskreis oder wenn du Träume hast, Hoffnungen, dann zweifelst in dem Tag daran. 26. November ist Neumond im Waage, Rückzug, halte das Geld auch zurück. Dezember. Mars und Merkur ist im Waage und das kann bedeuten, dass du einen Vertrag unterschreibst, was mit Geld zu tun hat und setzt damit etwas in Bewegung oder mit einer männlichen Person hat dieser Vertrag was zu tun. Kann auch bedeuten, dass du einen Impuls bekommst, Geld auszugeben und Mars ist dieser Impuls und die Merkur zeigt die Handlungen. Und in dem Tag neigst du dazu oder kaufst du ein Buch oder meldest dich an für ein Seminar und das kostet auch Geld. Sonne befindet sich im Skorpion, Monatsthema ist Verwandten, Nachbarn, Austausch von Informationen, Internet, Medien und Venus ist im Schütze. Und das bedeutet, du verschönerst etwas zu Hause. Januar 2020. Jupiter übergeht im Schütze schon Dezember, aber jetzt setze ich mal Januar 2020. Das heißt, Jupiter ist ein ganzes Jahr hier im Schütze und wirkt auf deine Wohnsituation. Da hast du Chancen, Möglichkeiten, auch Glück, da etwas zu verändern, verbessern. Venus ist im Steinbock, das zeigt deine Kreativität oder Verbindung zum Kinder und das ist weiblich, aber ist auch Liebesenergie und zeigt auch Lebensfreude. Mars ist im Skorpion und das bedeutet entweder setzt dich durch bei Verwandten oder in dein vertraute Umgebung hast eine Begegnung mit einer männlichen Person. Und Sonne, Merkur ist im Schütze, Monatsthema ist eine Wohnsituation. Bei Merkur kann auch ein Vertrag bedeuten. Februar 2020. Sonne ist im Steinbock. Also Monatsthema ist Kind, inneren Kind, Kreativität, Lebensfreude und Venus, Merkur ist im Wassermann und das sind Gespräche mit einer Frau oder Termin bei Arzt, entweder bei Frauenarzt oder hast du mit einer weiblichen Person da die Kontakt bei diesem Termin. Kann auch bedeuten, dass im Alltag begegnest du mit einer Frau und ihr bringt etwas in Harmonie und habt ihr schöne Gespräche. März 2020. Jupiter bleibt im Schütze. Ketu bleibt auch ganzes Jahr im Schütze, also beide bleiben ganzes Jahr. Und Pluto
und Saturn übergeht im Steinbock, aktiviert die Themen, was zum fünften Lebensbereich gehört, und das ziemlich lang. Saturn ist etwa 2 Jahre hier, Pluto noch länger. Sonne, Merkur ist im Wassermann und Venus ist im Widder. Monatsthema ist Gesprächen im Alltag mit anderen, Kontakten oder Termin bei Arzt. Und Venus ist hier im Widder und das ist die Veränderung an Veränderung in dein Aussehen, und damit mit dieser Venus-Energie zeigst du mehr Weiblichkeit oder stehst du zu dir als Frau oder veränderst etwas in dein Aussehen, einen anderen Haarschnitt oder anderen Kleider. Aber bedeutet hier in diesem 8. Lebensbereich auch, dass du einiges loslassen kannst wie Angst. Und dass du zu deiner Weiblichkeit stehst und das bringst auch im Ausdruck. Aber möglich ist das auch, dass du endlich ein Themen hast und Venus bringt dir Glück. Venus ist die kleine Glücksplanet. Liebe Laraina, so könnte ich dein Jahreshoroskop erklären. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.